Ich grüße euch ganz herzlich zum Händler Live-Chat. Schön, dass ihr dabei seid. Wie gewohnt will euch einmal die Woche einer unserer Händler auf dem Trading-Floor seine Trading-Idee mitteilen, die er kurzfristig eingehen will, auch kurzfristig handeln möchte. Und das ist heute Andreas. Ich grüße dich, Andreas. Was hast du auf dem Schirm? Ja, grüße euch, liebe Zuschauer, und grüße dich, lieber David. Ja, ich habe mir heute mal so ein bisschen den Luxussektor vorgenommen. Der hat ja in letzter Zeit doch sehr stark gelitten. Und wir haben ja von den Chinesen, wo sich der größte Absatzmarkt eigentlich befindet, im chinesischen Markt nämlich, da haben wir in letzter Zeit relativ schlechte Nachrichten bekommen. Jetzt, die vergangenen zwei Tage, waren die Nachrichten sehr gut. LVMH wird morgen auch ein bisschen was von sich erzählen, prognosetechnisch. Das heißt, wir haben hier ein relativ gutes Setup und deshalb finde ich die Aktie sehr interessant. Ist die Trading-Idee eher charttechnischer Natur oder fundamentaler? Beides. Also sie ist sowohl charttechnischer Natur, das spielt ja bei uns hier im Trading-Bereich immer eine sehr, sehr große Rolle, als natürlich auch fundamentaler Natur. Denn LVMH, das weiß ja eigentlich doch jeder, dass das einer der großen Konzerne ist mit also sehr guten Dividendenzahlungen und auch mit einem guten Gewinn- und Umsatzverhältnis. Also das Ganze sieht ganz anständig aus. Die Aktie hat allerdings natürlich seit dem Sommer letzten Jahres, als klar war, dass in China, sage ich mal, die wirtschaftliche Erholung etwas stockt und die Chinesen beginnen, nicht mehr so viel Luxusgüterartikel zu kaufen, wie sie das vor Corona getan haben, aus Gründen der Immobilienkrise, die dort herrscht. Da ist die Aktie dann erstmals seit langer, langer Zeit in so einen Korrekturtrend eingezogen, beziehungsweise hat diesen begonnen. Das kann man hier sehr gut bei mir auf dem Monitor auch beobachten. Das heißt, wir haben hier Kurse gehabt von rund 900 Euro und sind mittlerweile 250 Euro zurückgelaufen. Das ist fast eine Korrektur um 30%. Da muss man schon ein bisschen weiter zurückgehen, um zu sehen, wann das letzte Mal hier war. Und ihr seht hier, ich habe schon ein bisschen Schwierigkeiten, das Ganze hier auch noch richtig einzuzeichnen. Also hier sehen wir diesen Korrekturtrend und sehen auch, dass die Aktie in so eine große bullische Flagge, eigentlich gibt, sind die ja viel kleiner, einläuft. Und jetzt ist es so, dass durch die Korrektur natürlich die Erwartungshaltung bei dem Unternehmen für das kommende Jahr schon zurückgeschraubt worden ist. Es ist auch durch die Quartalsberichte der jüngeren Vergangenheit schon passiert. Nun hat die chinesische Regierung einige Fördermaßnahmen für die Wirtschaft jetzt verkündet, wie zum Beispiel die Verringerung der Zinssätze in China und auch ein Konjunkturprogramm, Volumen von 300 Milliarden US-Dollar. Das beides ist jetzt kurz unmittelbar vor dem chinesischen Neujahr im nächsten Monat verkündet worden. Und wir werden eben morgen die Zahlen von LVMH bekommen. Wie ist die Idee jetzt, die ich hier habe? Die Aktie hat ja hier schon so eine Art Doppeltief produziert innerhalb dieser Flagge. Das heißt, es ist durchaus davon auszugehen, dass hier mal eine Kurserholung jetzt größerer Art stattfindet, die hier so in diesem Bereich um die 750 Euro durchaus laufen kann. Was aber nicht bedeutet, dass die Aktie dann damit schon wieder auf dem Weg zu neuen Höhen wäre, sondern das ist eine Korrektur der Korrektur, wenn man so möchte. Denn natürlich ist immer noch Grundlage für LVMH ganz klar das asiatische Geschäft, wo man den meisten Gewinn in der Vergangenheit gemacht hat. Und sollte sich das Ganze hier nur so als so ein kleines Wiederaufflammen, so ein Hoffnungsfeuer darstellen, dann dürfte die Erholung auch dann wieder relativ schnell zu Ende gehen. Also das Ganze ist natürlich ein sehr kurzfristiger Trade, auch entsprechend mit einem klaren Kursziel. Und ich denke mal, das sieht aber erstmal ganz kurzfristig auch ganz gut aus. Jetzt hat man ja bei dir im unteren Bereich gesehen deines Bildschirms, dass du da schon ein paar Positionen in deinem Depot auch geöffnet hast. Und wir handeln ja hier so um die 90% die Trades per Hebelzertifikat. Wie passt der Trade jetzt noch, ich sag mal, in dein Risiko- und Chancenprofil rein? Ja, der passt ganz gut rein, weil ich in so einen Mix zwischen Chancen- und Value-Aktien habe. Die LVMH ist ja ein Value-Wert. Wer hier reinguckt, der sieht, ich habe zum Beispiel auch die Münchner Rück und die Walt Disney hier drin, also auch ein bisschen international. Die Münchner Rück ist übrigens auch eine Aktie aus dem Eurostoxx 50. Der Eurostoxx 50 sieht momentan auch relativ gut aus, der Index. Und wir haben ja heute auch Zahlen von ASML zum Beispiel, bekommen es auch Eurostoxx 50. Also die Eurostoxx 50-Werte werden jetzt übers Jahr auch gerade jetzt im Frühjahr sehr, sehr interessant.
Jetzt habe ich mir hier natürlich auch schon ein Zertifikat rausgesucht. Wie ist jetzt das CAV? Natürlich werde ich das mit einem engen Stop versehen. Das Zertifikat hat die Kennnummer UH0KNG. Der Hebel ist moderat mit 3,9. Die Knockout-Schwelle bei 510,44. Ihr seht, das ist also nochmal 30%. Etwas weniger als 30% unter dem aktuell verlaufenden Kurs. Aktuell kostet dieses Zertifikat rund 1,76 Euro. Und ich werde natürlich mit einer kleinen Position, man sieht, die Positionen sind relativ überschaubar, mit einer kleinen Position reingehen. Geplant sind so roundabout 1.000 Euro. Das heißt also, das wären rund 600 Stück, die ich mir hier kaufe. Der Stop wird dann halt natürlich sehr eng gesetzt, also rund 10-15% unterhalb des Einkaufskurses. Und das heißt allerdings, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier nach unten hin nicht mehr so viel passieren wird, ganz kurzfristig, aber nach oben hin, ich hier eine Chance sehe von durchaus 10% in der Aktie, dann heißt es beim Hebel natürlich auch von 3,9, dass ich rund fast 40% Gewinn in dem Zertifikat Maximum kalkuliere. Bei einem Verlust von 10-15%, gehen wir mal von 15% aus, wäre das immerhin noch eine Chance von rund 2,6:1. Und die sehe ich eigentlich als ganz gut an unter den gegebenen Umständen, da es ja auch eine konservative Aktie ist. Und das ist also von dem Chance-Risiko-Verhältnis relativ gut. Danke dir, Andreas, auf jeden Fall für die Ausführung. Ich wünsche dir viel Erfolg bei dieser Handelsidee. Andreas ist einer von 5 Tradern bei uns auf dem Trading Floor. Wenn ihr natürlich den vollen Einblick, der börsentäglich passiert, auch haben wollt, schaltet sehr gerne ein unter heavytraders.live. Hier bei uns gerne auch per App. Dazu laden wir euch auch ganz herzlich ein. Dann bekommt ihr auch, ich sage jetzt mal, alles mit, was die Händler hier so tun. Und das kann man auch alles erstmal kostenfrei tun. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und ja, sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche Mittwoch wieder, wenn es dann zum nächsten Händler-Live-Trade kommt. Macht's gut.